Fantasy Life, Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Fantasy Life. Ich glaube ja, dass wir da drin jetzt gleich übelst auf die Nase bekommen werden. Also ich glaube, den Behemoth mache ich mal lieber nicht. Aber ansonsten werde ich mich mal... Huch, ich bin da reinkommen. Ach so, ja, das ist die Kamera, wurde gedreht. Das ist trotzdem verwirrend. Das ist ich könnte ja trotzdem mal gucken. Ja, ne, klappt ja so ganz gut eigentlich. Nein. Nein. Nein, das mit dem Wirbelklingenangriff ist nicht meins. Ich benutze meine beiden Tiere jetzt einfach als Tanks. Machen wir es einfach so. Warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das hat mich dieses blöde, eklige Wichsding unterbrochen. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. War das jetzt so ein Schlag? Ich weiß es doch nicht. Ich hasse diese Quests. Ja, wir haben schon vier Monster mit dem Tornadoschuss erledigt. Das ist mal besser als gar nichts. Wir gucken uns jetzt einfach hier um, nehmen ein paar Sachen mit und ihr habt mir immerhin verraten, dass ich so stark, wie ich jetzt bin, schon mal stark genug für die Story bin. Was ist das hier? Okay, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Scharlachfrosch. Alter. Sekunde. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und daneben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Vergessen wir das. Ich hasse diese Aufgaben. Ich werde jetzt einfach die Dinge verprügeln, so viel wie ich kann. Und nehme Geld und Gold und Edelsteine und Ruhm und Macht mit mir. Und dann finden wir das One Piece. Oh, was ist das? Erzeichekraut. Erzeichekraut. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube nicht, dass das der Tornado-Dings war. Eins, zwei, drei. Nee, das hat nicht geklappt. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt danach der hier. Ich hab keine... War das jetzt... Habe ich jetzt... Da steht jetzt... Oh! Sieben schon! Ja, okay. Ganz so schlecht bin ich dann also doch nicht. Mensch. Sowas aber auch. Antibetäubungsmittel. Das ist ja der biggest loot ever. In so einer Kiste in der Mitte auf so einer Insel denkst du so, oh, das ist voll der geile Loot. Oh. Antibetäubungsmittel. Giftkleber, alles. Ach komm, hier machen wir jetzt mal mit dem Erdbebenblatt. Bams! Oder auch nicht? Eins, zwei, drei. Dann hat mein Hund den jetzt halt erledigt. Ist auch okay. Ja, stimmt, das Leveln der Tierbegleiter kommt auch erst mit dem DLC und allem. Das ist halt alles ein bisschen. Alles ein bisschen meh. Ich hatte halt irgendwie gehofft. Lol, ist klar. Halt irgendwie gehofft, das ging schon anders. Ich hatte das gelesen, aber dann benutze ich die beiden halt jetzt einfach als Tanks. Und das klappt ja bis jetzt ganz gut. Die sind einfach zu schnell tot. Wo geht's hier lang? Kann man hier wieder einen Fisch fangen? Was Besonderes oder so? Das ist auf jeden Fall besonderes Holz. Da ich aber nicht Holzfäller bin, interessiert mich das nicht, aber das ist interessant. Was ist das? Ja. Wartet. Wartet. Und Schlitz! Okay, nochmal. Wartet. Und Schlitz! Wow. Schmuckvoll abgeschlossen. Na dann. Oh, ein rosa Seidenfaden. Nein, ich wollte nicht drauf. Oh. Nein, alles gut. Okay, wir kommen langsam, aber stetig voran in dem Spiel. Und die Musik ist hier schon wieder so laut. Wir kommen langsam, aber stetig voran. Das ist doch auch gut. Ja. Ja. Richtig schön hier Sachen. Okay. Ich möchte, glaube ich, die Frösche alle hier mit erledigen. Oder auch nicht. Oh Gott, diese vielen Frösche. Geck, 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 geck.
Aua. Leben, 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 leben. Hochheben, hochheben. Geheime Schatztruhe. Die ist hier, okay. Ist eine Menge passiert im Elixier gefunden. Okay, dann. Eins, zwei, drei, vier. Und war das jetzt? War das jetzt wieder? Oder war das jetzt wieder der falsche Angriff? 8 von 10. Anscheinend habe ich irgendwas geschafft. Irgendwas habe ich anscheinend geschafft. Er kommt hier nicht weiter. Das ist gut. Wow, machst du ein Damage. 1, 2, 3. Aua. 4, okay. Dann gucken, ob ich irgendwie Blatt kriege. Okay, alles gut. Hoi. Die langsam wird es ja aber schon so ein bisschen heftiger. Frosch. 1, 2, 3, 4. Und das war jetzt der Wirbelangriff. Ich muss ihn halt nach dem Kreuzschnitt machen, nicht während des Kreuzschnitts. Das ist gar nicht so einfach zu timen, wenn Gegner einem durch die Gegend schubsen und so. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Für die, die jetzt sagen, nee, Honey, doch voll leicht und so. Achso, das Ei für Opa haben wir immer noch nicht. Okay, Esle. Also ihm noch nicht, glaube ich. Ich glaube, wir haben ihm noch nicht gesagt, dass wir das Ei für ihn schon haben, oder? Ich weiß es gar nicht. I have the memories. I'm completely confused. Von wo kamen wir denn jetzt? Von da unten? Wo sind wir denn jetzt hier? Kann man durchs Wasser gehen? Nee. Muscheln. Hier ist noch ein bisschen Loot. Ich habe Angst, einfach so in den Behemoth zu laufen. So. La 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 la. Behemoth, ich töte euch alle, Digga. Wow, okay. Ihr geht vor. Drehen. Und jetzt. Okay, das war noch zu viel. 1, 2, 3. Drehen. Und jetzt. Hat das jetzt vielleicht mal gereicht? Ja, wir haben Klingensturm abgeschlossen. Oh Gott sei Dank, ich muss das nicht mehr machen. Dann kann ich einfach mich jetzt darauf konzentrieren. Was bist du für ein Süßer? Ich glaube, der macht eine Menge Schaden. Tut er, ja. Oh, fu. Oh, fu. Warte. Lade meinen Schuss auf und Schlitz. Wow. 1. Okay, das ist nicht so cool. 1, 2, 3, 4. Und Klingensturm. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Schlitz. Nice. 1, 2. Und Schlitz. Wow, voll gut. Ah, Erdbeben. Bamsen. 1. Nee, im Moment, das war nach vorne geprescht. Vorsicht. 1. Hallo, den Gegner angreifen. Eins. Nein, das war schon wieder nach vorne preschen. Das sollst du nicht. Lass das jetzt. Hau mal drauf da. Mach den platt. Alles erledigt. Wow, alles klar. Beutel. Das bitte. Ausdauertränke sicher ist sicher auch, falls wir gleich vom Behemoth davon rennen müssen. Nimmer weiß ja nie. Wow, das gab richtig gut Geld. Eop, ich vermute einfach mal, dass wir hier. Na. Ja, Jadewasserfall. Was gibt's hier? Fledermäuse? Böse Fledermäuse? Nö, die gehen. Die sind okay, damit kann man arbeiten. Okay, ja. Sie machen schon Schaden. Der Albtraumflatterer. So, dann macht mal. 1, 2, 3, 4 und Schlitz! Okay, man sollte mit diesem Angriff doch kämpfen, weil er recht stark ist und die Gegner zurückschubst. Und ich sehe gerade auf Twitter, dass es Yokai Watch Designs im Design Shop für den Nintendo 3DS gibt. Oh mein Gott, das müssen wir uns gleich holen. Ja. Wo sind wir jetzt hier eigentlich genau gelandet? Was ist denn hier? Hier sind nur Fledermäuse. Ich habe irgendwie das Gefühl,
Wir kommen hier an einen ganz mystischen Ort, von dem ich nicht weiß. Hey! Hey, hey, hey! Im Ultraschall, ne? Oh, sind wir betäubt? Ist das das, was man Betäubung nennt? Ja. Was hab ich da aufgehört? Oh, gut. Wenn das nicht so lange anhält mit Betäubung, ist ja alles in Ordnung. Eine wilde Kappe. Waren auch meine Tiere betäubt? Na dann. Ausrüstung. Mein Angriff würde stärker werden mit so einer wilden Kappe. Das nehmen wir doch mal. Ja, sieht gut aus. Nehmen wir. Wenn wir schon drauf bekommen. Bisschen mehr Damage. Was ist das da? Was ist das? Das geht weg, das ist okay. Wie viel Schaden mache ich dir? Gar nichts. Alles klar. Hallo, kannst du den mal ins Target nehmen, bitte? Was ist das? Ach, das ist der Behemoth. Der macht wirklich Bums. Ich glaube nicht, dass wir den einfach so platt machen können. Haben wir irgendwelche Items, die uns verstärken? Beutel zuweisen. Wir nehmen mal die hier raus. Heilkraut und Genesungskraut. Dann haben wir irgendwas, was uns stärkt. Was uns kräftiger macht. P erhöht Stärke und Fokus. Und dann haben wir noch... Füllt LP wieder auf, erhöht den Fokus. Das ist noch richtig schöner Lagerfeuerbraten Plus. Dann nehmen wir den jetzt auch und essen den. Weisen uns... Vielen Dank dafür. Weisen uns noch den Fisch wieder zu und schauen mal. Können wir das hier schließen? Ja, alles gut. Ob wir den vielleicht auf die Dauer platt machen können? Es ist nicht mehr so viel zu tun. Wir schaffen das gleich. Wir haben den bestimmt gleich. Wir machen den jetzt nass. Okay, Konzentration. Jetzt nochmal hier aufladen und Schlitz. Oh, wow, 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 wow. Und nochmal voll drauf. Yes, yes, yes. Nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Zweifache Aufladung und Schlitz. Oh Gott, ouch, 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 ouch. Meine Babys, meine Babys! Lass meine Babys in Ruhe, du hässlicher Riesen-Behemoth! Bam! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, Kiwi! Oh, Behemoth abgeschlossen. Oh Gott, wow! Oh, was war das für eine Quest, bitte? Heiliges Blechle. Ich habe furchtbar viel Zeug verbraucht. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ey. Es hat funktioniert. Es hat alles funktioniert. Ich möchte ein bisschen Vitalität nach oben packen. Ja, danke. Oh mein Gott. Heiliges bisschen. Puh. Aber wir haben den Behemoth erledigt. Auch wenn ich gedacht habe, dass ich dafür eigentlich viel zu schwach bin. Haben wir ihn platt gemacht. Ich bin super stolz auf uns. Da ist sonst nichts weiter. Jetzt müssen wir nur unseren Loot, wenn es geht, auch noch zurück nach Hause bringen, weil da ist bestimmt was Cooles drin. Vielleicht ein geiles neues Schwert oder irgendwas anderes Schönes. Das Lebenskraut, das kann man auch immer mal gebrauchen. Durch den unterirdischen See zurückzukommen, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Nimm das noch mit. Jetzt müssen wir an dem da irgendwie vorbei. Da war nur etwas... Wir müssen hier durch und die platt machen. So, Erdbeben. Also das sollte jetzt nach... Also nach dem Behemoth sollte uns jetzt alles vorkommen wie Pipi-Kacke. Eins, zwei, drei. Und meine Tiere haben echt gut getankt. Ohne die hätte ich das nicht geschafft. Ohne die hätte ich das nicht geschafft. Wirklich nicht. Was soll ich sagen? Also ihr habt wirklich euer Bestes gegeben. Und euer Bestes war echt... Also das war richtig gut, ne? Was soll ich sagen? Ihr habt es richtig gut gemacht, meine Kleinen. Ich bin voll stolz auf euch. Mama ist ganz doll stolz auf euch. Das habt ihr wunderschön gemacht. Macht den da platt, bitte. Glibber.
krieg ich schon wieder nicht hin mit der Combo. Einfach nur Button-Smashing betreibe. Es ist halt nicht nur Button-Smashing, das Spiel, ne? Ah, wir müssen die da vorne auch platt machen. Sekunde. Danke. Bisschen Overkill muss manchmal sein. Kann ich euch schon mal mitnehmen. Ach, jetzt geht der Glibber natürlich... Na klar, geht der Glibber jetzt da drauf. Daneben. Eis. Kalt. Daneben geglibbert. Und wieder. Autsch. Wow. Also ich kriege hier richtig auf die Mütze. So, den Behemoth muss ich wieder mitnehmen. Und hier dran vorbei mogeln. Und ich glaube, irgendwo hier war der Ausgang schon. Oder? Oder? Oder wo sind wir? Nee, wir sind wieder zurückgelaufen. Hä? Was? Was? Wo geht's denn nach Hause? Ich will nach Hause. Da will ich nicht hin. Achso, ich muss da... Ach, da hoch. Ja. Schon gut. Nein. Mit diesen Knallfröschen lasse ich mir jetzt hier nicht knallen. Abknallen. Ich meinte, ärgern. Nein. Nein, wir gehen. Wir gehen! Puh! Unverschämtheit. Oh, wir haben es geschafft, ey, Leute. Wir haben es geschafft. Mit den Affen will ich mich jetzt auch nicht länger beschäftigen. Wir gehen jetzt ganz schnell unseren Loot abgeben. Und wir haben den Behemoth erledigt. Das kann ich mir jetzt wirklich... Oh, crap. Das kann ich... Nein. Das kann ich mir jetzt auf meinen Sticker in meinem Poesiealbum irgendwo drauf schreiben, dass ich voll toll bin. Ich will einfach nur... Hallo. Ja, hier. 5000, nicht schlecht. Ja, und was gibt's da drin? Geil, wir haben seinen dicken Schwanz bekommen. Mhm. Oh, ja? Der gibt auch richtig viel. Und was gab's da? Oh, Magiegold. Naja, da ist er. Hab ich auch schon Besseres gefunden. Oh, hier ist wieder eine Schatztruhe. Mensch, Wahnsinn, wie viel es davon gibt. Unglaublich. Und schon wieder ein Elixier. Kann man gebrauchen. Gelbglöckchen, damit können wir da mal irgendwas gelb färben. Nein, nicht angreifen. Alles gut. Nein, nicht angreifen. Alles gut. Okay, Leute, ich habe jetzt erstmal genug. Von Behemoth und alles und überhaupt und sowieso. Und wir gehen jetzt nach Magique zurück erstmal. Und oh, wir müssen die Flatterlings-Quests einfach machen. Ich gehe jetzt zurück nach Magique. Mach die Flatterlings-Quests. Ich soll noch in der Kakteenbucht. Wo ist die denn? Ich weiß nicht, wo die Kakteenbucht ist. Wisst ihr, wo die Kakteenbucht ist, Leute? Ihr habt mir so geholfen, ne? Ja, du bist also teilweise schon stark genug für dies und jenes. Und du kannst das und das schon machen. Es hieß... Oh, der Dude. Es hieß, ich bin für den Behemoth noch nicht stark genug, aber mit genügend Willen kann man alles irgendwie schaffen. Und ja, wir gehen dann jetzt erstmal zurück nach Al-Magique und schauen mal, wo wir dann landen und was wir machen konnten überhaupt. Erstmal, danke euch fürs Zuschauen, danke euch fürs Kommentieren und Bewerten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wow, der Behemoth war, wow, was für ein, es waren so Momente, wo ich dachte, oh, jetzt wird's nichts mehr. Und dann, oh, Wahnsinn. Okay, macht's gut, wir singen.